Hallo zusammen, ich habe hier ein Wohnmobil-Kühlschrank, geht auch fürs Boot oder eine Alphütte mit Solar. Und zwar ist das ein Kühlschrank, was hier auffällt, ohne Eisfach. Also wir haben hier kein Eisfach drin, durch das entsteht auch kein Eis. Wenn ihr mir vorstellen, wir haben den normalen Kühl, der hat hier vorne eine Klappe. Und der hat dann ein Eisfach und dieses Eisfach ist immer unter Null und da wird sich mit der Zeit auch Eis ansetzen. Bei diesem Kühlschrank entsteht hier hinten auch Eis, das passiert, weil es kühlt ja runter und dann sammelt sich das Wasser hier in dieser Tropfschale. Er taut also immer wieder ab, wenn man also länger unterwegs ist, empfiehlt sich das hier ohne Eisfach. Für die Leute, die mir dann sagen, ja, ich brauche aber Tiefkühler, sage ich, ihr habt so einen Kühlschrank, kauft eine Kühlbox und stellt die im Koffer. Könnt ihr es flexibel einsetzen. Aber was auch noch speziell ist an diesem Kühlschrank, ist die schöne Rückseite. Nein, Spaß beiseite. Das Kühlaggregat, das ist lose. Wir haben hier eine Kälteleitung. Und das lose Aggregat und hier oben sind Kupplungen montiert. Das heißt, ich kann mit dieser Leitung durch den Boden fahren und das unterhalb vom Fahrzeug montieren, auf dem Blech. Oder ich setze das in den Raum nebendran oder von der Küche, oder Pantry, wie das schön heißt, auf dem Boot, fahre ich hier hinten in die Wachskiste, mache ich so ein Loch, da kann ich mit dem Teil durchfahren und schließt das Aggregat hinten in der Wachskiste an. Oder ich habe einen Schrebergarten, habe ich eine Küche, den Kühlschrank drin und ich schiebe das Kühlaggregat nach draußen. Das bringt den großen Vorteil, dass ich die Abwärme, das Geräusch und alles draußen habe und durch das einen besseren Wirkungsgrad auf dem Kühlsystem. Was natürlich auch beim Kühlschrank F wie flach, ohne Eisfach, der braucht auch weniger Strom als ein normaler Kühlschrank. Ich weiß, alle haben keinen Strom, keine Energie und so weiter. Was brauche ich für solch einen Kühlschrank zu betreiben? Wenn ich diesen Kühlschrank vom Kühlaggregat hier drauf hänge, dann habe ich eine 100 Amperestunden Batterie. Ich habe hier unseren neuen Katalog 2022 und hier drin das Datenblatt von diesem Kühlschrank mit der Leistung und hier braucht dieser Kühlschrank 300 bis 500 Wattstunden pro Tag. Bei 300 bei 25 Grad außen und bei 32 Grad außen auch nachts braucht er 500 Wattstunden. Wenn ich jetzt hier diese Batterie nehme, die hat 1280 Wattstunden Kapazität. Damit kann ich den Kühlschrank bei 32 Grad außen 2,5 Tage betreiben, bei 25 Grad schon gegen 4 Tage. Dann ist diese Batterie leer. Dann muss ich die Batterie wieder vollkriegen. Was brauche ich für eine Leistung, um das wieder voll zu kriegen? Da gibt es Möglichkeit, ich lasse das mit dem Motor laufen, da muss ich, weiß nicht wie lange, fahren, je nach Lichtmaschine. Oder ich habe ein Ladegerät, 20 Ampere Ladegerät, da muss ich 5 Stunden laden, bis das wieder voll ist. Dann kann ich wieder 2 bis 3 Tage unterwegs sein. Oder wenn ich in der Alphütte bin oder im Schrebergarten, dann brauche ich Solar. Und Solar brauche ich 200 Watt Solarpanel, dass ich mit diesem Kühlschrank zurechtkomme. Also ich brauche 2 Panels auf 100 Watt plus die Kabel bis zum Regler, ein Solarregler und dann ein Kabel bis auf die Batterie. Hier kann ich dann auch noch das Licht anhängen, also heißt einen Schalter montieren und ein Licht dafür. Diese Elektrokomponenten, die hätten wir alle bei uns im Lagershop, die bieten wir aber nicht online an, die kann man anschauen, man kann sie spüren, man kann sie anfassen, bezahlen und mitnehmen.
Kühlschränke, Batterien, die könnt ihr online bestellen im Shop, das verlinke ich euch unten natürlich. Batterie und diesen Kühlschrank. Verlinke ich euch natürlich auch diesen Katalog mit den ganzen Maßen vom Kühlschrank. Auch andere Kühlschränke sind hier unten drin. Hier eben das Video über den Kühlschrank mit noch einer viel längeren Leitung, gleicher Kühlschrank. Hier unten über die Batterie. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.